Prominista. Sie gelten ja als Gipfelstürmerin. Deshalb treffen wir uns hier am Geisbergspitz, Ihrem geliebten Hausberg, zum Interview. Heute bei der EU-Zukunftswanderung auf den Geisberg hatten Mitwandernde die Gelegenheit, Sie als Europaministerin und EU-Kommissionsvertreter Martin Selmayr Fragen zu stellen. Was waren die Hauptfragen der Menschen? Wir haben während der ganzen Wanderung hier herauf auf meinen Lieblingsberg, meinen Hausberg, mit allen, die dabei waren, unterschiedliche Gespräche geführt, was sie bewegt, was sie sich von der Zukunft Europas erwarten. Und da sind Themen aufgekommen, vom Kampf gegen den Klimawandel angefangen, bis hin zu sehr konkreten Dingen wie der Wald- und Forststrategie zum Beispiel. Oder aber auch, wie man sich besser austauschen kann, in Zukunft vernetzen kann, um derartige Krisen, wie wir sie jetzt erleben mussten, besser meistern zu können. Ganz konkret zum Beispiel auf den Austausch von medizinischem Personal. Also es war wirklich alles dabei und es war relativ anstrengend, weil ich gehe regelmäßig auf den Geisberg, aber wenn man dabei ständig spricht, na, dann kommt man ganz ordentlich ins Schwitzen. Aber das sind Sie als Politikerin gewohnt, ständig zu sprechen, oder? Ständig zu sprechen, ja, aber es geht natürlich hier ganz ordentlich steil bergauf. Es hat der Kommissionsvertreter Martin Selmayr am Beginn der Wanderung gemeint, das wäre nur ein Hügel. Also ich glaube, wir haben das Gegenteil bewiesen. Absolut, am Geisberg hier ist einfach schön. Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach die innenpolitische Situation auf das Image in Europa aus? Es ist ganz wichtig jetzt, dass man in Europa auch erklärt, was in Österreich gerade in den letzten Tagen passiert ist, dass Sebastian Kurz, der ehemalige Bundeskanzler, hier einen Schritt zur Seite gemacht hat, um auch garantieren zu können, dass es gut weitergeht in Österreich, aber auch als verlässlicher Partner innerhalb der Europäischen Union. Und wir sind in ganz vielen Themen auch Tempomacher. Ich kann nur erinnern an die Kommunikationsplattformengesetzgebung, die wir schon seit 1.1. in Kraft haben, wo es jetzt auf europäischer Ebene darum geht, auch den DSA zu verhandeln. Also Hass aus dem Netz wegzubekommen und die Opfer rasch zu unterstützen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe anderer Themen, etwa Strategie gegen Antisemitismus, wo wir sicher auch als Vorbild wirken können, wo es jetzt auch eine europäische Strategie gibt. Und ja, ich war diese Woche auch in Schweden und habe viele Kolleginnen und Kollegen getroffen. Es weiß jeder, dass in Österreich die Situation gerade eine ist, die sicher spannend ist. Aber jetzt ist die Regierungskrise auch überstanden und wir werden mit sicherem Kurs in Österreich und in Europa auch fortfahren. Kommen wir nochmal zur aktuellen politischen Lage in Österreich und zur Regierungskrise. Das Vertrauen in die ÖVP ist in Österreich massiv abgestürzt. Waren es die richtigen Worte und Taten, die Ex-Bundeskanzler Kurz in seinen Chat gewählt hat? Ich glaube, man muss jetzt an dieser Stelle nicht Chats verteidigen, die einfach teilweise eine Wortwahl auch gehabt haben, die nicht zu verteidigen ist. Man sollte aber auf der anderen Seite sich schon auch überlegen, warum und wie es sein kann, dass solche Chats überhaupt in die Öffentlichkeit geraten. Dass darüber diskutiert wird, was man unter zwei Personen, vielleicht auch mehreren, im kleinen Kreis manchmal bespricht. Und ich darf das schon auch, ohne wehleidig wirken zu wollen, sagen. Auch Politiker sind Menschen und brauchen manchmal ein Ventil. Sebastian Kurz hat, glaube ich, den richtigen Schritt gemacht, indem er jetzt auf die Seite getreten ist. Wir haben mit Alexander Schallenberg einen Bundeskanzler, der erfahren ist als Diplomat, mittlerweile auch als Politiker. Ich habe mit ihm immer eng zusammengearbeitet und gemeinsam werden wir das auch weiter tun. Apropos Alexander Schallenberg, glauben Sie, dass er als Schattenkanzler die Situation für die neue Volkspartei, die er jetzt wieder von Kurz angeführt wird, besser macht? Die österreichische Volkspartei ist immer von Sebastian Kurz angeführt worden und das wird auch jetzt der Fall sein. Wir haben einen neuen Bundeskanzler, der heißt Alexander Schallenberg, der ist angelobt, der ist im Dienste der Republik auch den Menschen verpflichtet und wir werden gemeinsam in dieser Regierung alles tun, damit wir jetzt im Ausklingen dieser Pandemie den Wirtschaftsaufschwung, den wir verspüren, die Arbeitslosigkeit, die zurückgeht, weiter fortführen können und das Beste für das Land machen. Wie glauben Sie, wird es in der Regierung jetzt weitergehen? Mit einer guten, sachbezogenen Arbeit. Wir haben ein umfangreiches Regierungsprogramm, das gilt es umzuarbeiten. Da ist viel drinnen, da ist aber auch pandemiebedingt vieles dazugekommen, womit wir nicht gerechnet haben, als wir damals nach den Nationalratswahlen 2019 die Regierungsverhandlungen begonnen haben. Darauf muss man reagieren. Das ist in Österreich so, das ist in Europa so. Und deshalb, glaube ich, ist es jetzt ganz wichtig, dass wir eine stabile Regierung haben. Ja, es gab hier Veränderungen, das hat, glaube ich, jeder mitbekommen. Aber jetzt ist es auch wieder gut. Jetzt müssen wir weiterarbeiten und das haben wir vor. Nach dem, was die Grünen da jetzt aufgeführt haben in den letzten Wochen, wie ist das Vertrauensverhältnis zwischen den Koalitionspartnern? Auch das ist kein Geheimnis. Das war natürlich schon eine Erschütterung des Vertrauens, wenn man solche
Gespräche auch mit dem Koalitionspartner hat. Wir haben uns aber dazu committed, dass wir weitermachen, dass wir auf Basis dessen, was wir beschlossen haben, für dieses Land und für die Bevölkerung zu machen, auch sachbezogen und sachlich arbeiten. Das tun wir. Und ja, wir werden auch mit den Grünen zusammenarbeiten. Und da gibt es auch Gespräche. Natürlich, wir sind alle Menschen. Wir kennen einander mittlerweile seit 2 Jahren auch in der Regierungsarbeit sehr gut. Und ich bin zuversichtlich, dass das gelingen wird. Frau Minister, Sie sind ja Salzburgerin, sehr kulturbewandert. Sie sind ja schon Gast bei den Festspielen seit Jahren, wo Sie noch nicht Politiker waren. Andere kommen ja erstmalig zu den Festspielen, seit Sie Politiker sind. In Salzburg wird gemunkelt, dass Sie eine der geeignetsten Nachfolgerinnen für Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler wären. Besteht Ihrerseits Interesse an diesem Job? Was ist an diesem Gerücht dran? Ich finde es sehr ehrenhaft, hier genannt zu werden, und das geht ja jetzt schon einige Zeit so. Ich bin tatsächlich eine begeisterte Festspielgeherin, seit ich eigentlich denken kann, aber ich habe etwas zu tun als Europaministerin, und ich kann Ihnen heute und hier sagen, ich werde mich nicht bewerben für die Nachfolge von Präsidentin Helga Rabl-Stadler.